Durchfallerkrankungen können sehr viele verschiedene Ursachen haben. Eine der wichtigsten Ursachen, die wir immer wieder erleben, sind Infektionserreger. Dabei unterscheiden wir dann nochmal Viren, Bakterien, aber es gibt auch Lebensmittelvergiftungen, die zu einem Brechdurchfall führen können. Und daneben gibt es noch eine relativ breite Palette auch von anderen Erkrankungen. Funktionelle Darmbeschwerden, es gibt sogenannte Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln, Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, eine bakterielle Überbesiedlung, um nur einige zu nennen. Dies geht in der Regel schon mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Darmfunktion einher. Und wenn ich als Beispiel noch einmal die Durchfallerreger nennen darf, da unterscheiden wir einmal invasive Erreger, die also direkt in die Mukose eindringen und damit die Resorptionsoberfläche reduzieren und damit den Pathomechanismus der Diarrhoe auslösen. Es gibt aber auch Toxinerreger, die über die Toxinproduktion dann dazu führen, dass vermehrt Flüssigkeit in das Darmlumen abgegeben wird. Endeffekt ist immer, dass man eine Diarrhoe, eine Durchfallerkrankung hat, die wir ja so definieren, dass man mehr als 3 durch Stuhlgänge pro Tag hat. Und das bedeutet, dass dann die Lebensqualität natürlich stark beeinträchtigt ist. Denn wenn man dreimal oder häufiger auf die Toilette gehen muss, bedeutet das, dass man seiner normalen Tätigkeit im normalen Leben nicht mehr nachgehen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch fieberhafte Diarrhoen, blutige Diarrhoen, die man also noch weiter spezifizieren kann. Ich beziehe mich jetzt mal auf die Infektionserreger. Eine Stuhldiagnostik sollte man immer dann machen, wenn eine fieberhafte Diarrhoe vorliegt oder wenn Blutabgänge dabei sind. In den leichteren Fällen ist eine Stuhldiagnostik nicht erforderlich. Und das bedeutet, wenn man aber länger als 3 oder 5 Tage eine Durchfallerkrankung hat, dann sollte man sich schon sehr viel intensiver auch mit dem Erregerspektrum beschäftigen, mikrobiologische Untersuchungen auf den Weg bringen und als Spezialgruppe die Reisediarrhoe. Das ist auch etwas, wo man dann unbedingt eine Stuhldiagnostik auf den Weg bringen müsste. Eine sogenannte infektiologische Stuhldiagnostik beinhaltet eine Diagnostik auf Viren. Im Wesentlichen in Deutschland sind das Noroviren und Rotaviren. Oder aber auch auf bakterielle Erreger. Die häufigsten in Deutschland sind dort Campylobacter oder Salmonellen. Dann gibt es noch den Spezialfall der antibiotikainduzierten Diarrhoe. In dem Fall muss man dann auch auf Clostridioides difficile eine Diagnostik auf das Toxin betreiben, um dann eine klare Aussage zu treffen. In den Spezialfällen der Reisediarrhoe, da sollte man dann auch an Parasiten denken, weil auch die, wenn sie von der Reise mitgebracht werden, natürlich als Durchfallerreger in Frage kommen. Die entscheidende Therapiemaßnahme bei Durchfallerkrankungen ist Rehydratation. Das heißt, die Flüssigkeit, die verloren geht, muss wieder zugeführt werden. Das kann man entweder durch reichliches Trinken machen. Wenn das nicht möglich ist, aufgrund von Komorbiditäten zum Beispiel, dann muss man es gegebenenfalls auch per Infusionen machen, dass man auf die Art das, was dem Körper verloren gegangen ist, natürlich substituiert. Und das ist die entscheidende und wichtigste Therapiemaßnahme. Untergeordnete Bedeutung haben ganz untergeordnet Antibiotika. Der Wert wird in der Regel immer überschätzt. Und eigentlich kann man in den seltensten Fällen nur mit Antibiotika eine Therapie einleiten. Und es gibt dann noch einige andere supportive Maßnahmen, die man mit einsetzen kann. Motilitätshemmer, Sekretionshemmer, die dann gerade für die symptomatische Therapie einen Stellenwert haben. Das ist eine gute Frage, wie Luvos Heilerde wirkt. Ja, gerade beim Reizdarm gibt es Daten, die das belegen und auch in Form einer randomisierten Studie, sodass man in der Reizdarmtherapie schon einen Stellenwert für die Heilerde sieht, zumindest aus diesen einzelnen Studien. Auch da muss man sagen, gibt es keine sehr großen Studien und sehr breit angelegten Studien. Es sind einzelne Daten, die aber zumindest eine Evidenz für die Heilerde belegen. Ja, SARS-CoV-2 ist natürlich in aller Munde und wir wissen alle, dass das eine Infektion ist, die primär aerogen, also per Inhalation übertragen wird. Wir werden aber zu kurz gesprungen, wenn wir sagen, das ist eine reine Lungenerkrankung, denn wir wissen heute ganz klar, dass es sich um eine systemische Infektion handelt. Und das bedeutet, dass alle Organsysteme betroffen sein können. Und wir wissen, dass das auch der Darm ist.
Insbesondere deswegen, weil das SARS-CoV-2-Virus sich auch in den intestinalen Mucosazellen sehr gut vermehren kann, sehr gut andocken kann. Und so wissen wir, dass 10-20% der Covid-Patienten dann auch eine Diarrhoe haben. Es gibt auch einige Daten und einige Studien, die belegt haben, dass auch über den Stuhl eine Ausscheidung stattfinden kann. Dennoch müssen wir klar sagen, dass die Übertragung in der Regel über Aerosole stattfindet und dann inhalativ über die Lunge läuft.